So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Kulturgedöns. Heute von ganz woanders. Aber trotzdem, damit beim Doppelpack auch noch ein Kulturgedöns dabei ist, nehme ich es mal auf und schicke es an Nadimo weiter. Tatsächlich beschäftigt sich das heutige Kulturgedöns mit Bertolt Brecht. Die Inspiration kommt tatsächlich aus unserem eigenen Kapitallesekreis, weil es da um den Doppelcharakter der Ware ging und um Gebrauchswert und um Tauschwert etc. Und irgendjemand meinte dann übrigens, wenn ihr das geil zusammengefasst haben wollt, dann hört euch von Bertolt Brecht das Lied des Händlers an. Das ist aus dem Stück Die Maßnahme. Und habe es mir dann angeguckt und dachte mir, er ist wirklich geil. Und ich kenne Brecht auch. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Und dachte mir, es ist eigentlich allerhöchste Zeit, dass wir in diesem Podcast uns mal eingehend mit diesem Menschen beschäftigen. Ich habe dann beim Vorbereiten gemerkt, also wenn man sich mit Brecht beschäftigen will, macht man wirklich eine Büchse der Pandora auf. Das ist sowas von dermaßen mächtig und fleischig, dieses Thema, auch weil es so unglaublich viel literarische Forschung dazu gibt, dass ich gesagt habe, okay, wir machen heute machen wir einfach nur ein runtergebrochenes Programm. Ich kann euch nicht einfach Brecht, das geht nicht, braucht mehrere Stunden für, sondern wir machen heute einen kurzen biografischen Abriss bis seine Zeit im Exil, und zwar bis zu dem Punkt, wo er Mutter Courage und ihre Kinder veröffentlicht. Das ist tatsächlich auch mein persönliches Lieblingsdrama von Brecht. Und da anhand dieses Dramas möchte ich euch auch so ein bisschen die Form des epischen Theaters erklären, was etwas ganz Besonderes ist, was Brecht entwickelt hat. Und bis dahin machen wir seine Biografie so ein bisschen durch. Ich werde nicht groß eingehen auf wer, wann, wie, mit wem. Sondern wirklich so ein bisschen die biografischen Eckdaten und dann eigentlich so ein bisschen als Einladung an euch, dass ihr dann euch selber mit dem Thema eingehender beschäftigt. Es gibt zu Brecht ganz, ganz viel. Es gibt auch seine Gesamtausgabe antiquarisch zu erwerben. Die ist sehr, sehr schön. Da klappt man meistens nicht mehr besonders viel für, sind so schöne gebundene Bücher. Würde ich jetzt gerne zeigen, stehen aber zu Hause im Bücherregal. Ich fange einfach mal an. Bertolt Brecht ist tatsächlich so populär, dass er sogar von einem nicht, würde ich sagen, nicht linken, nicht kommunistischen Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki als der größte Dramatiker des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird. Also das ist ein Ehrentitel, den muss man sich erstmal abholen. Das heißt also auch wirklich abseits der politischen Ebene ist Brecht ein absoluter Ausnahmekünstler, was Worte und Gestaltung angeht. Also wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Ich leg mal einfach los. Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898, also noch am Ende des 19. Jahrhunderts, als Eugen Bertolt Friedrich Brecht in Augsburg geboren, also ein Schwabe, und wuchs in relativ guten Verhältnissen auf, hatte also nicht zu hungern etc. War von Anfang an sehr darum bemüht, kreativ zu sein, hat bereits als 15-Jähriger zusammen mit einem Freund eine Schülerzeitung namens Die Ernte herausgegeben, in der er den größten Teil der Beiträge tatsächlich selber geschrieben hat. Teilweise unter fremden Namen, damit es nicht so sehr auffällt. Er hat da Gedichte für geschrieben, Prosatexte und sogar ein einaktiges Drama, das ich aber nicht kenne. Das nennt sich Die Bibel, ich habe keine Ahnung. Aber es existiert wohl. Am Ende des oder gegen Ende des Ersten Weltkrieges, März 1917, meldete sich Brecht zum Kriegshilfsdienst, und zwar unter anderem, um ein vereinfachtes Notabitur zu bekommen, damit er als 18-Jähriger das Gymnasium erfolgreich abschließen kann. Also er wollte sich ein bisschen den Stress des Abiturs sparen, hat Schreibarbeiten in einer Gärtnerei gemacht, als sogenannten Kriegshilfsdienst. Vom eigentlichen Kriegsdienst wurde er zurückgestellt. Glück für ihn. Und er hat dann im Sommer im Tegernsee als Hauslehrer in einem reichen Elternhaus gearbeitet und wollte dann auch in München Medizin studieren. Das hat er dann auch formal gemacht, und zwar Medizin und Philosophie. Hat das allerdings extrem vernachlässigt, weil eigentlich hat er sich auf ein einziges Seminar von Arthur Kutscher zur Gegenwartsliteratur fokussiert, und das scheint ihn sehr, sehr fasziniert zu haben. Und er hat dann auch viele Leute kennengelernt, unter anderem den von ihm bewunderten Lyriker und Dramatiker Frank Wedekind. Und sein Vater konnte in den ersten zwei Semestern konnte er eine Zurückstellung vom Militärdienst erreichen. Das heißt also, Ende des Ersten Weges musste er nicht zum Militär, ist dann aber trotzdem im Oktober 1918 als Krankenwärter in einem Augsburger Reservelazarett gelandet und musste dort arbeiten. Was dann spannend ist, er hat sich dann nämlich schon in der Novemberrevolution als Rat dieses Lazaretts hervorgetan und war damit Teil des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrates, tat sich aber in keiner großen Weise hervor. Also es ist nicht so, dass er irgendwie ein Revolutionär der ersten Stunde war und alle schon in Ehrfurcht erstarren, wenn sie nur den Namen Brecht hören.
Am 9. Januar 1919 konnte er seinen Dienst schon wieder beenden und nutzte dann die Zeit nach dem Krieg tatsächlich, um nach Berlin zu reisen, zweimal, 20 und 21. Und da ging es ihm dann schon nur noch wirklich eigentlich um die, oder nur noch ist Betrieb, das weiß ich nicht, aber es ging ihm schon sehr stark darum, um eine Vernetzung innerhalb der deutschen Kulturszene. Er hat es also unbedingt kreativ sein wollen, er wollte unbedingt etwas schaffen. Und sein erster Regieversuch war ein Stück von Bronnen. Das sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel. Ich kenne es auch nicht. Vatermord heißt es. Und da hat er sich als Regisseur mit den Schauspielern heftigst überworfen und das Stück wurde abgebrochen. Er war eine richtige Skandalnudel. Er hat dann auf Trude Hesterbergs Wilder Bühne, hat er sich dann als Liedermacher verdient und hat mit seiner Legende vom toten Soldaten einen öffentlichen Skandal ausgelöst. Und hat dann eher, sagen wir mal, so halb öffentliche Treffen in der Kulturszene gemacht. Dann kam es allerdings so weit, dass es in München über Beziehungen zur Uraufführung eines Original-Brecht-Stückes kam, und zwar Trommeln in der Nacht bei Otto Falkenberg an den Münchner Kammerspielen. Trommeln in der Nacht ist tatsächlich auch schon, das ist ein bisschen ambivalent, weil es ist tatsächlich schon eindeutig ein politisches Stück. Es spielt in der Nacht der Revolution von 1918. Es ist allerdings tatsächlich, und da hat er sich später dann auch als straffer Kommunist, hat er sich dann auch ein bisschen davon distanziert. Es ist konterrevolutionär, weil sich der Protagonist in Trommeln in der Nacht dann für die Liebe gegen die Revolution entscheidet. Das ist trotzdem ein sehr hörenswertes oder sehr sehenswertes. Muss dazu sagen, dass ich all diese Stücke als Hörfassungen vom Deutschen Rundfunk kenne und die sehr, sehr liebe. Insofern kann es sein, dass ich mich ab und zu verhaspel und was von Hören rede. Das sind tatsächlich Theaterstücke, also eigentlich sollte man sie schauen. Ich kenne sie tatsächlich weitestgehend nur akustisch. Jedenfalls Trommeln in der Nacht, erste Premiere. Es kam dann auch so, dass er innerhalb der zweiten Hälfte der 20er Jahre sich politisch weitergebildet hat, weiterentwickelt hat und er wurde zu einem sehr, sehr überzeugten Kommunisten. Spoiler Alert, als der dann auch gestorben ist. Es gab zwar hier und da auch Wendungen etc. etc. Das ist aber dann für ein anderes Mal tatsächlich. Er ist nie in die KPD beigetreten, ist allerdings tatsächlich, hat sich immer als Kommunist verstanden und wurde von vielen, sagen wir es, undogmatischen oder parteilosen Marxisten beeinflusst, hat aber auch sich zumindest eng mit der KPD gehalten, auch wenn er nicht beigetreten ist. Und eben parallel zu dieser Entwicklung seines eigenen politischen Denkens kam es dann auch zu der Bildung des epischen Theaters um 1926 herum. Da werde ich aber, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen. Machen noch ein bisschen die Biografie vorher fertig. Also was heißt fertig? Wir machen sie bis Mutter Courage. 1928 feiert Brecht mit der von der Kurt Weill, von Kurt Weill hat dazu Musik gemacht. Kurt Weill vertont eine Drei-Groschen-Oper, die am 31. August 1928 Uhr aufgeführt wird. Einen der größten Theatererfolge der Weimarer Republik. Ihr kennt bestimmt auch Namen wie Mackie Messer und sowas. Die sind alle aus der Drei-Groschen-Oper. Das ist nun wirklich ein, ja, ein, das ist Kanon. Das ist deutscher Theaterkanon. Das ist, beziehungsweise Opernkanon kann man auch schon sagen. Es ist tatsächlich eine richtige Oper. Es gibt auch eine Verfilmung, die heißt, glaube ich, Mackie Messer, die ist relativ neu, die soll sehr gut sein, ich habe sie noch nicht gesehen. Allerdings, die Drei-Groschen-Oper gibt es in verschiedenen Varianten auch zu hören, zu gucken und sowas. Also das solltet ihr tatsächlich euch unbedingt antun. Es ist extrem gut. Ihr merkt schon, wir kommen auf die eine Zeit, in der es den Kommunisten ganz besonders ungut ging in Deutschland. Und zwar nähern wir uns so langsam der Machtüberlassung Hitlers. Und zwar gleich zu Beginn 1933 wurde eine Aufführung von Die Maßnahme, aus der eben das Lied des Händlers ist, durch die Polizei unterbrochen. Der Veranstalter wurde sogar wegen Hochverrats angeklagt. Und dann kam es, wie es kommen musste, am 28. Februar, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, verließ Brecht mit seiner Familie und Freunden Berlin und flüchtete ins Ausland, weil er wusste, dass es ihm sicher an den Kragen gehen wird. Ich würde jetzt gerne, tatsächlich, weil es auch einfach wirklich ein schönes Stück ist, würde jetzt gerne auch das Lied des Händlers einfach kurz vorlesen, weil es eben, wie gesagt, ein sehr cleveres, klar strukturiertes, kapitalismuskritisches Lied ist. Also, Lied des Händlers aus dem Stück Die Maßnahme von Bertolt Brecht. Reis gibt es unten am Flusse. In den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen,
wird der Reis für sie teurer. Die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Der Winter kommt. Die Leute brauchen Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen. Und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist da eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. So ein Mensch braucht zu viel Fressen. Dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen das Essen billiger. Aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Mag das sehr, sehr gerne. Ich finde wirklich beeindruckend, wie Brecht es schafft, in klaren, schnörkellosen Worten komplexe systemische Zusammenhänge einfach auf einen Punkt zu bringen. Also da hat er wirklich ein Ausnahmetalent. Das ist anders als zum Beispiel wie jetzt der von mir ebenfalls sehr verehrte Dichter Erich Mühsam. Es ist auch nicht spöttisch, es ist nicht ironisch, es ist von einer ja, fast beklemmenden Klarheit, worum es eigentlich geht. Also wirklich, bin immer wieder fasziniert. Auch jetzt gerade selber, als ich das Stück vorgelesen habe, ist das einfach krass gut. Ich weiß es tatsächlich nicht besser zu formulieren. Naja, am 10. Mai 1933 verbrannten die Nationalsozialisten seine Werke öffentlich und daraufhin wurde auch sein gesamtes Werk verboten. 1935 wurde ihm dazu noch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und er verbrachte die Zeit im Exil erst in Frankreich und dann in Finnland und Schweden. Welche Reihenfolge weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Und jetzt kommen wir auch an den Punkt, um den es mir geht, weil 1938 bis 1939 entstand eben das besagte Stück Mutter Courage und ihre Kinder. In Mutter Courage geht es um Krieg tatsächlich. Es geht um eine Frau, kann ich ja auch ein Bild gleich mal einblenden. Es geht um eine Frau, die mit einem Wagen voller Ramschwaren und ihren Kindern durch die Lande zieht. Das ist der 30-jährige Krieg zwischen 1624 und 1636, spielt diese Geschichte. Es geht um eine Frau, die einfach profitiert vom Krieg, die ohne diesen Krieg auch gar nicht so richtig existieren kann und deswegen auch von einer, ja, sagen wir, Kriegsbegeisterung ergriffen ist. Und das ist, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Es ist ein Stück, das nennt sich nicht in Akten. Ich gehe gleich darauf ein, warum episches Theater diese Form der Akte auch bricht, sondern es nennt sich ein Stück in 12 Bildern. Und tatsächlich ganz der Charakteristik des epischen Theaters wird zum Beispiel auch jedes Bild von einem Sprecher eingeläutet. Und das wird eigentlich schon ziemlich genau gesagt, was in diesem Bild passieren wird. Und ich möchte jetzt inhaltlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ein bisschen spoilern muss ich tatsächlich immer, um auch einfach so ein bisschen die Inhalte rüberzubringen. Es ist so, dass Mutter Courage am Ende des Stückes alle ihre Kinder an den Krieg verloren hat und trotzdem voller Begeisterung in den nächsten zieht, weil er ihr Profite bringen wird. Es gibt Unmengen an Inszenierungen. Ich weiß gar nicht, ob es auch sinnvolle Verfilmungen gibt. Es ist mehrfach vertont worden. Es gibt von der DEFA. Es gibt eine DEFA-Verfilmung. Fällt mir jetzt gerade ein. Die habe ich aber nicht gesehen. Ist aber mit Sicherheit ziemlich, ziemlich sehenswert. Es gibt Hörfunkvertonungen. Die gibt es dann auch bei den gängigen Hörbuch- und Hörspielplattformen. Die kann ich extrem empfehlen. Tut euch das unbedingt an. Also Mutter Courage und ihre Kinder. Mich hat das wirklich gefesselt. Und es hat mich unter anderem deswegen gefesselt, eben auch wie schon gerade bei diesem Liedstück, bei diesem Lied des Händlers, weil es von einer Klarheit ist in der Analyse, worum es geht. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem zweiten großen Oberpunkt, den ich heute mit euch besprechen möchte. Und zwar das epische Theater. Ich hab ja tatsächlich selber Filmproduktion studiert. Es gibt die Urform der Dramatik, oder was heißt die Urform, ist vielleicht nicht übertrieben, aber die klassischste Form der Dramatik ist die sogenannte aristotelische Form.
Da gibt es ganz klare Regeln, was etwas sein muss, damit es eine aristotelische Form ist. Und da geht es immer darum, den Menschen einzusaugen in das Stück, einzusaugen in die Geschehnisse, damit sie durch die Emotionen resonieren auf die ganze Sache. Und dann dachte sich der gute Herr Brecht, dachte sich, das ist gut, ist geil, kann einen schon richtig, richtig, richtig beeindrucken. Aber wie ist es eigentlich, wenn ich Sachen erklären möchte mit einem Theater? Dann will ich nicht, dass die Leute emotional eingesaugt werden, sondern ich möchte, dass sie die Situation verstehen. Und zwar im Kopf, nicht im Herzen. Und das unterscheidet ihn auch für mich ganz, ganz stark von vieler Propaganda. Und ich meine, ich nichts gegen Sergei Eisenstein oder sowas. Panzerkreuzer Potemkin muss jeder gesehen haben in meinen Augen. Ich glaube, sogar Goebbels hat in seinem Tagebuch geschrieben, dass nach Panzerkreuzer Potemkin irgendwie jeder für ein paar Tage Kommunist ist. Und das stimmt auch. Das ist so ein Film, der macht so aggro und auf die Ungerechtigkeit. Aber man versteht halt die Situation gar nicht, um die es geht. So, was ist eigentlich der systemische Hintergrund des Kampfes, um den es geht? Und da dachte sich Brecht, das machen wir anders. Wir nehmen die Leute nicht bei der Hand, was ihre Emotionen angeht, sondern wir versuchen, ihren Kopf ein wenig zu kitzeln. Jetzt ist es ein bisschen umstritten, wer den Begriff des epischen Theaters als erstes geprägt hat. Also es gibt den Begriff von Bertolt Brecht und von Erwin Piscator. Ich werde mich jetzt tatsächlich wirklich nur auf Bertolt Brecht fokussieren. Die Debatte darüber, wer es erfunden hat, die überlasse ich Wissenschaftlern. Ist okay, ich möchte euch ja eigentlich nur die Form näher bringen. Und zwar geht es in der Form des epischen Theaters um die Darstellung von großen gesellschaftlichen Konflikten, Krieg, Revolution, Ökonomie, soziale Ungerechtigkeit. Und sie wollen mit diesem Theater diese Konflikte durchschaubar machen. Und wollen, dass der Zuschauer sie begreift. Es ist also im Grunde eine Agitationsform, die Situation begreift und die Gesellschaft zu einem besseren verändern möchte. Das ist natürlich ein hehrer, durchaus auch ein bisschen idealistischer Ansatz. Aber hey, A for effort, machen wir mal. Und jetzt gibt es natürlich, was sind die Unterschiede tatsächlich? Wie macht man das eigentlich? Und zwar möchte ich kurz definieren, also Aristoteles, wie gesagt, aristotelisches Theater will, dass die Leute sich einfühlen in das Geschehene und in einem Prozess, den Aristoteles als Katharsis bezeichnet, das heißt Reinigung, quasi eine innere Reinigung erfahren. Das ist also die Grundfunktion der griechischen Tragödie vor allem. Man erzählt ganz, ganz schreckliche Geschichten und die Leute sind dann so ergriffen, dass das eine psychische Reinigung in ihnen erzeugen soll. Genau im Gegenteil dazu will das epische Theater auf Distanz bleiben. Es bleibt auch künstlich, es bleibt artifiziell. Bleibt immer klar, dass wir uns gerade ein Theaterstück angucken. Es wird immer die Illusion bewusst gebrochen, ja? Sondern weil es nicht um Mitgefühl und Emotionen geht, sondern das Verständnis gesellschaftlicher Ereignisse. Es ist dann auch häufig so, dass es keine Form hat, wie jetzt, wie ich schon gesagt habe, so in verschiedenen Akten, so ein fortlaufendes Narrativ und dann gibt es hier ein retardierendes Moment, wo Held und Heldin, sondern es sind einzelne Segmente, die einen Sinnzusammenhang haben, unterteilt. Es ist nicht mehr eine fortlaufende Geschichte, es ist Sinnzusammenhänge. Und häufig auch von einer, wie soll ich sagen, fast aggressiv machenden Unauflöslichkeit. Also im Sinne von, wie gesagt, Mutter Courage, alles verloren und der nächste Krieg kommt und sie ist begeistert dabei, weil der Rubel rollt wieder für sie. Und es gibt ein Bonmot, das ist tatsächlich aus dem Ende von Der gute Mensch von Sezuan, auch ein ganz, ganz wichtiges Drama von Bert Brecht. Und da wird dem Zuschauer nach dem Ende des Theaterstückes, wird sich bei ihm fast schon entschuldigt. Und zwar mit den Worten: Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. Vorschwebte uns die goldene Legende. Unter der Hand nahm sie ein bitteres Ende. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das ist natürlich schon auch in der Sprache mit ein bisschen Humor versehen. Und da ist schon ein Augenzwinkern. Das ist allerdings jetzt keine Häme oder so. Das ist wirklich so ja. Wir können es euch nicht recht machen, weil es wird emotional nicht schön werden, diese Geschichte. Und die Fragen, die ihr habt, mit denen müsst ihr euch beschäftigen. Es ist jetzt einfach so. Wie gesagt, hier ist wirklich für mich ein ganz wunderbarer Knackpunkt. Tatsächlich, dass das versucht wird, über eine Kunstform Verstehen zu erzeugen. Und zwar richtiges, rationales Verstehen. Das ist wirklich geil.
Und das ist, was Piscator und Brecht beide gemeinsam hatten, ist, dass sie extrem politisch waren. Und wollten auch dieses Korsett unbedingt sprengen, weil sie eben mit ihrem Theater eine marxistische Agitation machen wollten gegen Ausbeutung, gegen Krieg und sich einsetzen wollten für eine grundlegende soziale bzw. sozialistische tatsächlich Veränderung der Gesellschaft. Und es gibt von Brecht selber in die Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, gibt es von Brecht tatsächlich eine sehr, sehr schöne tabellarische Gegenüberstellung, die werde ich jetzt einfach mal durchgehen, was die aristotelische Form des Theaters ist und was die epische Form des Theaters ist. Und dann werde ich euch noch ein bisschen so Stilmittel erzählen. Also in der aristotelischen Form des Theaters ist es handelnd. Das heißt, es geht darum, was passiert in der Handlung, wie handeln die Akteure, wie verläuft die Handlung? Und die epische Form des Theaters ist Erzählen. Sie erzählt dir einzelne Abschnitte aus der Geschichte, die, wie gesagt, in einen Sinn zusammenhaben. Die aristotelische Form des Theaters verwickelt den Zuschauer in eine Bühnenaktion. Das soll möglichst überzeugend sein. Es soll möglichst die Illusion aufgebaut werden, dass das hier tatsächlich wahres Geschehen ist. Und die epische Form des Theaters macht den Zuschauer zwingend zum Beobachter, zum Betrachter. Da gibt es auch, merkt man übrigens selber, es gibt tatsächlich immer wieder auch in der modernen Filmbildsprache gibt es Kniffe, wo der Zuschauer zum Betrachter gezwungen ist. Ganz, ganz toll ist das zum Beispiel bei dem Ende, dem absoluten Massaker in die 120 Tage von Sodom von Pasolini, auch ein marxistischer Kreativer. Das aristotelische Form des Theaters verbraucht seine Aktivität, also die Aktivität des Zuschauers. Und das epische Form des Theaters weckt seine Aktivität. Es ist also nicht so, dass der Zuschauer emotional aufgewühlt ist, sondern er ist angeregt, nachzudenken. Die aristotelische Form ermöglicht Gefühle, während die epische Form ihn zu Entscheidungen zwingt. Und zwar Haltung, beziehungsweise das zu analysieren, was er gerade gesehen hat. Es ist damit aristotelisch kein Erlebnis, was einem suggeriert wird, sondern ein Weltbild in der epischen Form des Theaters. Ja, der Zuschauer wird in etwas hineinversetzt in der aristotelischen Form und er wird etwas gegenübergesetzt in der epischen Form. Das heißt immer die Distanz. Es ist immer ganz klar, dass ich Zuschauer bin. Ja? Das aristotelische Theater arbeitet mit Suggestion, mit Suggestivkraft. Es wird große Emotionen suggerieren, während das epische Theater dir versucht, mit Argumenten klarzumachen, wie die Situation gerade ist. Im aristotelischen werden die Empfindungen konserviert, im epischen werden sie zu Erkenntnissen getrieben. Im Aristotelischen wird der Zuschauer eingesogen, er steht mittendrin, das soll in der Handlung wirklich aufgehen. Im Epischen bleibt er ihr ja, distanziert, steht ihr gegenüber. Dadurch erlebt er sie auch nicht mit, sondern er studiert sie. Ja? Der Mensch im Aristotelischen ist in seiner Form, in seinem Weltbild, wird als bekannt vorausgesetzt. So verhalten sich Menschen. Das ist also, da meine ich jetzt nicht so genau, dass das aristotelische Theater immer das gleiche Menschenbild hat. Aber die Art, wie die Geschichte aufgebaut ist, ist klar, so sind Menschen. Das wird auch nicht groß hinterfragt. In der epischen Form des Theaters ist der Mensch an sich der Gegenstand der Untersuchung. Wie verhält er sich in bestimmten Situationen? Was sind die Umstände, in denen er lebt, etc.? Und dadurch ist auch im aristotelischen Theater der Mensch eher unveränderlich. Deswegen laufen die auch immer auf so dramatische Zuspitzungen zu. Das ist, wie gesagt, take it with a grain of salt. Also all diese Sachen haben natürlich auch fließende Übergänge. Im epischen Theater geht es darum, dass der veränderliche und verändernde Mensch agiert. Und das ist im Aristotelischen auch, wartest du mit Spannung auf den Ausgang? Also du möchtest wissen, wie geht die Geschichte aus? Was ist das große Finale? Und beim epischen Theater ist der eigentliche Fortlauf der Ereignisse, der rote Faden, der die Ereignisse verbindet, ist eigentlich das, was Spannung erzeugt. Dadurch hast du auch nicht mehr eine Szene für die andere, sondern jede Szene für sich. Es geht nicht mehr um Wachstum, es geht um Montage. Die Geschehnisse sind nicht linear, sondern können sogar in Kurven verlaufen. Ja? Es geht auch nicht um eine evolutionäre Zwangsläufigkeit. Ich spitze mich nicht auf diesen Punkt zu, sondern ich kann springen. Ja? Ich kann an jeden Punkt springen, der gerade meinen Punkt am besten erklärt. Ja? Der Mensch ist kein Fixpunkt, der Mensch ist ein Prozess. Auch hier wieder Formulierungen von Brecht selber. Im Aristotelischen bestimmt das Denken das Sein und im epischen Theater, materialistisch, es ist so, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Denken. Es geht nicht um Gefühl, es geht um Ratio. Und am Ende halt ganz klar die Unterscheidung. Im aristotelischen Theater geht es um Idealismus. Das epische Theater, ich habe es gerade schon gesagt, geht es um knallharten Materialismus.
Das, die herausragendste Eigenschaft des epischen Theaters ist, diesen Zuschauer konstant auf Distanz zu halten. Das heißt also immer klar zu machen, ich bin ein Theaterstück. Du sollst dich nicht einfühlen, du sollst verstehen. Das ist, da ist Mutter Courage ein fantastisches Beispiel, weil es eben unvollständig in dieser Form geschieht. Es ist ganz klar, immer wieder auch, wie gesagt, durch dieses immer einzelne Bilder, und die werden von einem Erzähler eingeläutet. Auch die Art und Weise, wie die Leute agieren, sind nicht, wie soll ich sagen, natürliche Reaktionen, emotionale Reaktionen auf Situationen, sondern es sind Reaktionen, die ein Bild erzeugen sollen, ein Verständnisbild. Also, okay, Menschen in einer Kriegssituation, es gibt Profiteure davon. Also, das ist, also, es gibt Menschen, es gibt Opfer, es gibt Idealismus, es gibt Heldenmut. Und wo bringt der einen überhaupt hin? Also, es ist, wie gesagt, in Mutter Courage ist alles immer furchtbar tragisch. Und da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, in Mutter Courage habe ich extrem viel mitgefühlt. Und ich fand das eine unglaublich tragische, hammerharte Geschichte. Und Bert Brecht, Kreative sind manchmal so frech, hat dann gesagt, naja, es ist vielleicht auch einfach dieses Spiel damit, so dich auf Distanz zu halten, wenn es wichtig ist, dass du es verstehst, aber dich emotional zu involvieren, damit du es noch besser verstehst. Das ist ein Kniff. Und was halt auch oft gemacht wird, ist, dass zum Beispiel die Bühne ist dann bewusst künstlich gehalten, sodass immer klar ist, dass es nur eine Theaterbühne ist. Manchmal wird auch unterbrochen, das Theaterstück, und es kommt etwas völlig anderes hinein, Teile des Bühnenbildes sind Projektionen, aber halt heutzutage wirkt das alles so ein bisschen platt, wenn ich das sage, weil heute machen das alle. Aber tatsächlich damals war das aufregend, weil es halt, wie gesagt, mit der Illusion, mit dem Illusionsanspruch des Theaters gebrochen hat. Und für mich ist, gibt es da halt auch, wie soll ich sagen, schon Überschneidungen dann halt auch rein zu den Filmschaffenden. Und die sind jetzt alle nicht Kommunisten und epische Theaterfilme mache, aber das sieht man schon, dass das ein Erbe hinterlassen hat. Das zum Beispiel, ja, keine Ahnung, also im ersten Craig-Zahler-Film, das ist ein Horror-Western, ist es zum Beispiel so, dass der Film etwas, das ist wieder was anderes, er hat etwas bewusst Theaterhaftes, sodass du halt auch am Anfang die Situation erstmal begreifst, bevor du sie überhaupt erfühlst. Ja, weil du immer das Gefühl hast, du guckst gerade keinen Film, du guckst ein Theaterstück. Und ich glaube, natürlich ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber einfach, um euch das ein bisschen griffig zu machen, also so was für Mechanismen man verwenden kann, um die Leute rauszuholen aus der emotionalen Anspannung, weil, wie gesagt, Mutter Courage hat das bei mir nicht funktioniert, ich war voll drin, rein in das Verstehen der Situation. Damit ist tatsächlich, und vielleicht ist es auch das epische Theater, ja, ist das ihn zum größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, laut Reich-Ranicki, gemacht hat. Das kann natürlich sein. Er hat hinterher, auch nach Mutter Courage, noch ein sehr spannendes Leben gehabt, aber tatsächlich, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Ich mache gerne noch Brecht, zweiter Teil, wenn ihr Bock drauf habt, wo wir uns dann mit seiner Zeit im Exil und dann später auch in der DDR beschäftigen können, auch wie er, und dann vielleicht auch ein bisschen mit seiner Rezeption, wie die sich gewandelt hat, weil zum Beispiel die Generation meiner Eltern ist extrem mit Brecht vertraut. Ja, also selbst ob's, also ich rede jetzt nicht wirklich nur von meinen Eltern, die auch selber sich dem inhaltlich nahe fühlen, sondern tatsächlich, also jeder in dieser Generation kennt Bertolt Brecht. Und heutzutage ebbt das so ein bisschen weg. Und ich kann mich noch erinnern, eine meiner ersten Brecht-Auseinandersetzungen war in der Schule tatsächlich, wo wir so eine Doku über Brecht geguckt haben. Und da hat tatsächlich in der Doku einer gesagt, dass Brechts episches Theater, das ist so veraltet und ideologisch so angestaubt. Der möchte eigentlich nie wieder Mutter Courage sehen, wie sie ihren Leiterwagen über den Platz zieht. Und ja, Gott sei Dank hört diesen Ärschen keiner zu, beziehungsweise ich nicht. Und hiermit bitte die Anregung an euch: guckt euch Sachen an, guckt euch Bert Brecht an, lest seine Gedichte, beschäftigt euch ein bisschen mit seinem Leben, schaut, ob ihr vielleicht diese Hörfassungen von den Theatern kriegen könnt, oder schaut, ob ihr vielleicht auf YouTube irgendwelche Theaterinszenierungen findet. Also mich begeistert er in einem Maße, wie es ganz, ganz wenige kreative Köpfe tun können. Und damit möchte ich auch heute das Kulturgedöns abschließen und sagen, also ran an den Speck, tut's euch an, es wird sich lohnen. Viel Spaß damit. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.